nochmal ein kleiner oder vielleicht auch großer Vlog, wie es jetzt nach der letzten Fastenkur mit Ernährung aussieht, ob sich das eingependelt hat, wie sich das eingependelt hat, was ich danach eventuell vor habe und noch ein paar andere Dinge, die mir auch vielleicht spontan einfallen. Also erstmal muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, dass mich in letzter Zeit sehr viele Leute ansprechen bzw. anschreiben bei Facebook und auch bei YouTube, die halt sagen, dass sie sich durch die Videos, die ich mache, halt bestätigt fühlen in ihrem eigenen Weg, weil der Weg halt ziemlich ähnlich ist. Ich könnte den noch nicht mal mit Worten oder mit einer Überschrift beschreiben. Es sind wahrscheinlich auch mehrere Wege oder Abzweigungen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber viele, die sich halt dadurch bestätigt fühlen und denen auch die Infos was bringen. Und davon kriege ich das halt immer mehr Nachrichten und das ist halt auch so mein Ziel von meinen Videos und vor allen Dingen auch, dass wir eigentlich viele sind. Wir sind generell eigentlich viele, nur das Problem liegt darin, dass die meisten oder die ich gerade damit meine, dass sie das halt nicht wissen oder halt nicht wahrnehmen und oder viele von den vielen das sozusagen nicht wahrnehmen, weil die meisten Leute von denen eigentlich Einzelgänger sind, aber wir sind trotzdem insgesamt viele Leute. Ja, zu meiner Ernährung momentan, wie das jetzt in den ganzen Wochen nach dem Fasten ausgesehen hat, dass ich das dann erst einpendeln musste und so weiter. Und jetzt ist es seit 2 oder 3 Wochen, ja 2 Wochen so, dass ich halt wirklich morgens 4 Stunden bis 6 Stunden faste, manchmal auch mehr, selten auch weniger. Also wenn ich mal was außerplanmäßiges gegessen habe, also etwas, was nicht, sage ich mal, einen hohen Wassergehalt hat und so weiter, dann mache ich mir morgens schon mal vielleicht einen Saft oder so. Aber meistens ist es so, dass ich insgesamt 4 Stunden vorm Schlafen gehen faste und dann oder 5 Stunden und 4 bis 6 Stunden nach dem Aufstehen, dass ich insgesamt so 16 Stunden Fasten drin habe. Und wenn ich halt nur, also in diesem Plan bleibe, rohes Obst und Gemüse, dann kann ich daraus auch ein Trockenfasten machen. Wenn ich halt was zu mir nehme, was halt dicht ist, also dichte Rohkost, sage ich mal, dann brauche ich das Wasser auch, um das auszugleichen. Dann funktioniert das mit dem Trockenfasten leider nicht so. Und dann die erste Mahlzeit besteht dann meistens aus 2 Grapefruits zum Beispiel, also etwas größere Grapefruits oder manchmal ein paar Orangen, davon dann aber mehr, weil die Orangen, die ich habe, die sind konventionell und die sind nicht so qualitativ und sättigen dann auch nicht. Davon bräuchte ich dann mehr. Wobei ich gerne weggehen wollte von süßen Früchten allgemein. Also was ich mir so noch dann gedacht habe, wäre zum Beispiel Papaya, die nur ein Drittel des Zuckers hat. Also Papaya hat gar nicht viel mehr Zucker als eine Gurke. Eine Gurke 1,6 Gramm pro 100 Gramm, Papaya 2,4 Gramm pro 100 Gramm. Schon zumindest auf Nährwertrechner.de. Also das wäre halt eine mögliche Frucht. Dann die Wildorangen zum Beispiel, die momentan kriege ich die aber nicht mehr. Oder Wildäpfel, die kriege ich im Herbst erst wieder hier an einem Baum in der Nähe. Oder Gurkensaft halt. Oder halt Gemüsefrüchte allgemein. Kürbis jetzt nicht so, weil Kürbis enthält Stärke ein bisschen. Und Paprika enthält genauso viel Zucker wie alle anderen Süßfrüchte. Und Tomaten kann ich nicht entsaften, leider mit meinem Entsafter. Ich habe jetzt so eine Setzda-Handsaftpresse mir ergattern können bei eBay für, also die kostet 980 Euro und ich habe die gekriegt für 55 Euro. Und die wurde erst zweimal benutzt angeblich, also war ziemlich genial. Ja, und also ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, wie es dann mit Gurkensaft ist, als erste Mahlzeit. Also ich wollte den Zucker deswegen weglassen, weil Zucker bringt meiner Meinung nach was für die Reinigung, für die Stimulation und sonst eigentlich nichts. Und sonst hat man in den Früchten halt die Biophotonen und das strukturierte qualitative Wasser. Das strukturierte qualitative Wasser und die Biophotonen, die kann ich auch
aus Gemüsefrüchten beziehen und auch teilweise aus Salaten. Aber besonders in Gemüsefrüchten halt ist der Wasseranteil sehr hoch. So 96, 97% teilweise. Da muss ich aber noch mit der Qualität gucken. Also ich denke mal, die Grapefruits, die werde ich noch drin behalten. Die haben auch, schmecken auch nicht ganz so süß, besonders die, die ich jetzt habe, die von Quinta Shopping sind, und davon brauche ich dann auch nur zwei. Das ist doch nicht so viel Zucker. Also ich werde nicht ganz drauf verzichten oder sowas. Aber ansonsten bringt das für mich jetzt nichts, und die Parasiten, die ernähren sich halt auch alle von Zucker. Und man müsste da eigentlich schon eine längere Zeit mal fasten, ohne Zucker, also ohne Obstsäfte auch, um die Parasiten konsequent, also die hartnäckigen Parasiten rauszubekommen. Und deswegen habe ich auch vor, in Zukunft eine Fastenkur zu machen, die über 4 Monate geht, also ungefähr 4 Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr, mit nur Gemüsesäften. In allererster Linie Gurke wahrscheinlich. Zucchini müsste ich mal ausprobieren. Gurke liefert auch eigentlich ganz gute Mineralstoffe. Und in der Fastenkur werde ich maximal 1 Liter Flüssigkeit zu mir nehmen. Und das Gute an dem Gurkensaft ist auch, dass das ein qualitativeres Wasser ist. Also ist sozusagen das beste Wasser, die beste Flüssigkeit, die man sich so zuführen kann, weil das Wasser ist strukturiert, also es ist negativ geladen, und das bindet dann oder zieht dann halt die positiven geladenen Sachen im Körper an. Die Giftstoffe und Parasiten, die sind meistens, haben meistens eine positive Ladung, werden davon angezogen. Habe ich jetzt aber auch nur von keiner Primärquelle jetzt diese Information. Eine andere Sache wäre, ich war gerade irritiert, weil meine Eltern zurückgekommen sind. Ich habe gerade den Hund gehört wieder. Keine Ahnung, was er gemacht hat. So. Und das Wasser ist destilliertes Wasser an sich, deswegen ist es negativ, hat natürlich dann halt organische Verbindungen drin, aber keine anorganischen. Es ist energetisiert, also es hat, liefert auch wirklich Energie. Ja, das deswegen ist das insgesamt qualitativer als jetzt Wasser, was man so sich besorgen könnte. Das Wasser ist halt meistens in Anführungszeichen tot, also hat keine Energie mehr gespeichert, weil Wasser kann halt Informationen speichern, und durch den Fluss des Wassers wird dann halt die Qi-Energie da drin gespeichert, weil durch Bewegung generiert man allgemein Qi-Energie. Das war Wasser quasi genauso wie beim menschlichen Körper durch Bewegung und Sport und so weiter. Also 4 Monate war halt so mein Ziel, dass das halt deutlich über 30 Tage ist. Also ich will mindestens 60 Tage von den 4 Monaten ohne Zucker machen, aber die ersten 60 Tage oder wie auch immer kann ich auch gerne mit Zucker machen, wenn ich halt noch den Reinigungseffekt davon mitnehmen will, wenn sich das halt in dem Moment besser noch anfühlt und oder richtiger anfühlt. Was sich besser anfühlt, kann auch natürlich halt auch sein, was die Parasiten einem sagen, was sich was allgemein besser wäre, weil die steuern uns schon ziemlich stark. Ich mache mal kurz die Tür hier ein bisschen zu. Ja, damit lasse ich mir noch circa 2 Monate Zeit, weil ich muss mich wirklich psychisch und körperlich noch erholen von den letzten Fastenkuren. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich ja für die Psyche auch eine Belastung ist, also die auch nachhallen kann sozusagen. Beim Körper, da will ich einfach die Mineralspeicher auffüllen. Ich merke das schon, wenn ich einen Tag keine Gemüsesäfte trinke, dann bin ich am nächsten Tag, habe ich im Sport gar keine Power mehr, egal was ich versuche, überhaupt keine Power mehr. Und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, weil das so schnell geht, dass eigentlich die Mineralspeicher die ganze Zeit leer sein müssen, also immer noch, weil ich halt auch in der Zeit danach und dazwischen, zwischen dem Fasten, und ich habe auch davor noch Fastenversuche gemacht, und die immer abbrechen müssen, weil es nicht hingehauen hat, wahrscheinlich auch mit wegen Mineralspeichern. Dadurch, dass ich zwischen den Fastenzeiten oft zu faul war, mir einfach Gemüse zu machen, Salate zu machen, Gemüsesäfte, ist es so, dass wahrscheinlich, und ich habe halt immer viel Sport und viel Bewegung gehabt trotzdem, und dadurch ist es wahrscheinlich so,
dass meine Mineralspeicher die ganze Zeit. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war. Mutter kam eben rein. Bei den Mineralstoffen, glaube ich. Wie gesagt, ist das für mich ein Hinweis, dass die Speicher bei mir die ganze Zeit leer sind. Deswegen, weil ich halt wirklich zu faul war, mir öfters mir regelmäßig Salate und dunkelgrünes Blattgemüse und Wildkräuter und so weiter reinzuwerfen oder halt auch Säfte in dieser Form. Und während des Fastens auch oft nur Obstsäfte getrunken hatte und während des Trockenfastens halt gar nichts an Grün und auch danach und davor halt nicht viel. Zumindest nicht regelmäßig. Und auch trotzdem viel Bewegung drin hatte. Und jetzt ist halt wirklich so, dass wenn ich einen Tag schon keine grünen Säfte oder einen Salat mit dunkelgrünem Blattgemüse oder Wildkräuter zu mir nehme, dass ich am nächsten Tag im Sport schon gar keine oder sehr wenig Power nur habe. Deswegen muss ich mich da jetzt noch erst erholen und wirklich jeden Tag habe ich jetzt Grünzeug drin. Und auch von der körperlichen Seite auch noch, von der Seite, dass ich halt erstmal wieder regelmäßig Sport machen möchte und ja, da auch meine Reserven sozusagen aufzufüllen. Sport generiert ja auch stark Energie, besonders halt der aerobe Sport. Und der Rücken ist auch ein bisschen krumm geworden dadurch, dass ich so viele Fastenversuche auch gemacht hatte. Und in der Zeit halt nicht so viel Sport gemacht hatte und auch wenig laufen war und so weiter. Das möchte ich erstmal alles beheben und mich davon erholen. Und halt auch psychisch erstmal wieder ein bisschen mehr chillen, sage ich mal so. Und deswegen gebe ich mir noch 2 Monate Zeit, aber das reicht für mich jetzt auch. Ich merke auch schon, wie ich jetzt in den paar Wochen mich schon ganz gut erholt habe insgesamt. Aber es muss halt noch ein bisschen länger gehen. Und ich werde mich da auch nicht ganz festfahren, wie das Fasten jetzt auszusehen hat. Also wie gesagt, am Anfang können halt noch Obstsäfte eine Rolle spielen. Ich würde auch zwischendurch vielleicht mal Trockenfasten ein paar Tage machen, so wie man sich halt gerade gut fühlt oder halt auch nicht. Was wäre das nächste Thema gewesen? Ich hatte doch gerade noch was gehabt. Ich hatte ja angefangen, wie meine Ernährung jetzt sich eingependelt hat, beziehungsweise sie hat sich jetzt eingependelt. Weniger Zucker hatte ich gesagt, Wildorangen zum Beispiel, Papaya, Grapefruits, ab und zu aber trotzdem mal so ein 500 Gramm Trauben oder so morgens als Saft. Oder auch mal halt wirklich Orangen, so 4 Stück meistens dann. Also brauche ich halt mindestens doppelt so viel wie von qualitativen Orangen. Und ja, wie gesagt, der Zucker, der bringt mir momentan überhaupt nichts mehr und ich merke halt auch, wie das mich aus meiner eigenen Frequenz, aus meiner eigenen Schwingung rausbringt. Zum Beispiel nach dem Training auch, dann habe ich dann merke ich, dass ich eigentlich überhaupt keinen Zucker haben möchte und so weiter und bin dann eigentlich viel zufriedener, wenn ich danach einen Gurkensaft trinke, so aus 2 Gurken zum Beispiel, oder wenn ich halt Wildorangen entsafte. Aber dann wirklich halt bleibe ich trotzdem noch dabei Frucht, Gemüse und Früchten, weil das ja feinstofflicher ist insgesamt, aber trotzdem auch abends das Blattgemüse. Wie gesagt, Mineralstoffe fülle ich halt noch auf. Ja, ich möchte halt mehr von diesen Stimulationen weg und halt aus mir selber heraus mich motivieren. Und das kann wirklich sehr schwierig sein, wie ich auch im letzten Video schon erzählt habe. Und das ist halt wirklich ein stetiger Weg und das wird auch wahrscheinlich mehrere Jahre, vielleicht sogar noch länger insgesamt dauern. Das ist eigentlich fast schon so ein Lebensweg, könnte man sagen, falls man halt noch in dieser dreidimensionalen Lebenszeit rechnet. Also dreidimensional ist das sozusagen die Matrix, wo alle drin leben, die in erster Linie von den Parasiten hervorgerufen werden, die ziemlich intelligent sind, die sind intelligenter als wir in der Beziehung und machen das schon seit Millionen von Jahren, bevor der Mensch schon existiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. In höheren Dimensionen denke ich, dass man deutlich älter werden kann. Und deswegen ist mir das auch egal, wenn ich dafür insgesamt 15 oder 20 Jahre brauche. Aber selbst wenn ich nur in Anführungszeichen 120, 150 Jahre leben würde mit Rohkosten, dann wären mir 15, 20 Jahre ziemlich egal, sage ich mal. Und es ist ja auch nicht so, dass man
in den 15, 20 Jahren, dass man sich die ganze Zeit anstrengen müsste oder so. Nee, man hat da einfach nur ein Ziel, wo man dran bleibt und was man auch gerne macht. Also mir macht das extrem viel Spaß insgesamt. Ja, außerplanmäßiges esse ich aber trotzdem auch noch. Manchmal ist einfach der Stress der Umgebung zu hoch oder von den Umweltgiften. Ich habe halt immer noch die Möbel, der Umzug, der verzögert sich, weil wir noch sehr viel renovieren müssen. Wir haben Wände rausgekloppt, wir haben neue Wände aufgebaut, Tapeten natürlich fast alle runter und neue drauf. Dann ein Heizungssystem dran bauen, Heizungsrohre überall verlegen, überall Strom muss neu verlegt werden. Dann, also es ist ein ganzes Haus, Netzwerkkabel verlegen wir auch neu, was gut ist, dann brauche ich keine WLAN-Strahlung da nutzen. Obwohl hat elektrischer Strom immer ein bisschen strahlt, logischerweise. Und was noch? Staubsaugersystem auch noch. Neue Küche einbauen. Eine zweite Küche kommt rein, weil es zwei Wohneinheiten eigentlich insgesamt sind. Meine Eltern haben sehr viel Zeug. Die haben einen Keller mit drei Räumen. Und da stehen fast überall Kartons rum. Und dann hatten wir letztens auch noch 10, 12 Brennöfen, so für Keramik und so weiter, rüber transportiert, weil die damit, weil mein Vater damit handelt und meine Mutter töpfert und hatten, also haben einen Keramikbetrieb sozusagen, privaten zusammen, so nebenbei halt. Also deswegen verzögert sich das noch ein bisschen. Und deswegen habe ich jetzt auch noch meine Möbel, die halt auch noch Chemikalien und so weiter absondern und auch viel Staub und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich komme öfters auch nicht mit dem Aufräumen hinterher, weil ich dann, weiß nicht, besonders mit den ganzen Nahrungsmitteln, auch mit den ganzen frischen Nahrungsmitteln, dann die ganzen Schalen und so weiter. Manchmal lässt das halt schon ein bisschen stehen, sage ich mal. Oder wenn ich irgendwas zugeschickt bekomme, dann Kartons und so weiter, das generiert ja auch alles Staub oder sonstiger Müll. Oder wenn man von draußen halt was reinträgt und sich das ansammelt. Und ich habe jetzt keine Lust, wirklich jeden Tag alles immer sauber zu machen. Aber das vergiftet einen schon ab einem gewissen Reinigungsgrad. Deswegen bin ich halt auch ein Stück weit zurückgegangen und manchmal esse ich dann zumindest halt roh und schleimfrei oder schleimarm. Und meistens auch basisch. Ganz gut ist zum Beispiel so ein Gemüsebrot, da bereite ich gerade was vor. Habe ich in der Form noch nicht gegessen. Das könnte ich gleich mal in den Dörrautomaten packen. Ich hatte so einen Kürbis entsaftet, um mal zu probieren, wie entsafteter Kürbis schmeckt. Schmeckt mir nicht so gut und der setzt da, der kann Kürbis nicht so gut entsaften, da ist ein Stückchen drin. Und Kürbis enthält auch Stärke, deswegen hat er mir, also ein bisschen Stärke, deswegen hat er mir nicht ganz so gut geschmeckt. Als Saft aber der Geruch von diesem Teig, der ist extrem genial. Ich finde, das riecht wie Fleisch. Nur halt, dass das sehr, sehr frisch und sehr, sehr gesund riecht. Und das finde ich so genial. Das habe ich jetzt halt mit geschrotteten Leinsamen einfach vermischt, damit das halt klebt. Das werde ich gleich in Dörrautomaten tun. Halt so Fladenform, dass ich halt manchmal so ein Brot esse. Ich habe heute zum Beispiel auch Hummus gemacht aus gekeimten Lupinen. Die Lupinen, die enthalten auch keine Stärke, sind nur die einzigen Hülsenfrüchte neben der Sojabohne, die keine Stärke enthalten, aber Sojabohne finde ich nicht ganz so genial. Und selten gibt es dann halt auch mal Nüsse und Samen oder Avocados oder so, wo ich den Fettanteil wirklich gering halten möchte. Da merke ich halt wirklich, dass mich das zu sehr slowt oder zu sehr verlangsamt insgesamt und zu sehr runterzieht. Das mag ich überhaupt nicht. Ich mag auch nicht dieses durch irgendeinen Stress oder irgendwas, das dann hat sich dann einfach kaputt zu essen, sage ich mal so, dass man einfach runterkommt durchs Essen und dann wie ein Stein ins Bett fällt, das mag ich überhaupt nicht. Und wenn ich das mache, dann schlafe ich, muss ich auch immer doppelt so lange schlafen. Also 8 Stunden und wenn ich das nicht mache, dann reicht mir 4, 5 Stunden. Außer ich entgifte irgendwie mal stark oder so. Aber ich habe die letzten 2 Tage auch mit Karotten ein bisschen rumprobiert und das hat mich schon ziemlich beerdigt, muss ich sagen. Karob werde ich nicht mehr nehmen. Ich halte mich halt wirklich an die Früchte und das Gemüse. Wie gesagt, die süßen Früchte werde ich trotzdem zurückfahren. Aber Quintershipping gibt es jetzt auch reife Ananas. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal eine besorgen. Ansonsten
Wir haben morgens, wie gesagt, zwei Grapefruits zum Beispiel, ich habe das ja auch schon gesagt. Und dann als zweite Mahlzeit vielleicht einen Salat oder einen Gemüsesaft. Und immer dunkelgrünes Gemüse oder Wildkräuter oder Gras, also selbstgezüchtetes Gras aus Süßgras, enthält aber auch wieder Zucker. Oder ab Frühling dann auch wieder Wiesengras, denke ich mal. Ja. Sonst noch was Wasser. Da habe ich jetzt neue Informationen erlangt sozusagen. Wasser energetisiere ich jetzt immer, damit es halt auch Ener dann liefert das auch Energie. Und ich erwärme das Wasser auch. Also ich nehme halt so gefiltertes Wasser, das habe ich auch schon mal im Video gezeigt und auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich hier Maunawai-Filter habe oder Akala-Quell. Da schmeckt das Wasser eigentlich ziemlich gut. Ich erwärme das jetzt, weil warmes Wasser, habe ich jetzt erfahren, reinigt den Körper besser insgesamt. Das ist so wie wenn man irgendwie Geschirr spült oder sowas. Mit heißem Wasser geht der Schmutz und die Schlacken sozusagen gehen halt deutlich einfacher ab. Und wenn man halt wirklich heißes Wasser oder zumindest warmes Wasser nimmt, das bekommt einen auch besser, insgesamt bekommt den Magen besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Körper das einfach absorbieren kann. Und dem Video, was ich gesehen hatte, wird so gesagt, dass der Körper mit sozusagen totem, abgekochtem Wasser und kaltem Wasser eigentlich gar nichts anfangen kann. Das meistens eigentlich nur wieder raus, nur halt das mitreißt, wo es halt gerade durchfließt und dann wieder rauskommt, aber nicht wirklich absorbiert wird und auch nicht diese Reinigungskraft hat. Also das hat sich jetzt noch verändert und ich trinke auch trotzdem in erster Linie strukturiertes Wasser oder hochwertiges Wasser aus Gemüse und Obst trotzdem und dann halt ab und zu dieses Wasser. Aber wenn ich dann zum Beispiel das Karob, ich habe, was hatte ich da gemacht? Ich hatte noch Kokosöl, das habe ich zum ersten Mal gekauft gehabt und wollte das mal ausprobieren. Habe das dann mit Erdmandelmehl gemacht. Erdmandelmehl kann ich eingeschränkt empfehlen. Das ist relativ fettarm, also deutlich fettärmer als Nüsse. Es hat aber trotzdem keine Stärke, sondern Zucker statt Stärke. Und das ist gut für Muffins zum Beispiel oder halt für Backwarenersatz, weil das schmeckt halt wirklich genauso wie irgendein Getreidemehl. Nur halt süßlicher und das ist dann auch gut für Süßspeisen und so weiter. Kann man sicher auch für Brot nehmen, denke ich mal. Und da kann ich es empfehlen, aber eigentlich beerdigt das den Körper auch, aber für die meisten würden das gar nicht merken, sage ich mal. Und da wäre es auch nicht relevant in der Reinigungsstufe, wie sich die meisten Rohköstler auch befinden. Das Karob habe ich mit Kokosöl gemacht. Weil ich keine Datteln hatte, hatte ich Xylit genommen. Das ist so Zucker, der genauso süß ist wie normaler Zucker, aber irgendwie nur ein Drittel. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat es 2 Kalorien. Ach ne, es hat nur die Hälfte. Statt 4 Kalorien auf 1 Gramm. Und die Bakterien im Mund, die halten es auch für Zucker, aber die sterben eigentlich an dem Xylit, deswegen ist es auch ganz gut für die Zähne oder halt zumindest nicht schlecht für die Zähne. Eigentlich so gut, weil die ja absterben, die Bakterien. Führt bei mir aber auch zu Übersäuerung dieser Zucker. Aber ich hatte es halt mal ausgetestet mit dem Kokosöl und Erdmandeln, Karob und Xylit halt so Süßigkeiten zu machen. Und da habe ich dann halt gemerkt, dass ich wirklich brauchte so viel Wasser. Ich habe da glaube ich bestimmt 2 Liter noch zusätzlich an Wasser getrunken, obwohl ich normalerweise irgendwie so ein Glas also trinke am Tag und damit dann auch leistungsfähig bin. Aber allein durch diese falsche Kombination von Rohkost, durch das Fett und Zucker in Kombination schon, was sich nicht gut verdauen lässt, dann ist das ja sehr dicht, hat selber kein Wasser. Diese Erdmandeln heißen auch schon Erdmandeln. Und auch das Öl, was halt entgiftet werden muss und richtig. Öl ist ja richtig dicht und dann auch noch das Karob, das ziemlich beerdigt. Ich habe da sogar von dem Karob dann 2 Pickel an der Lippe gekriegt. Also viele kriegen ja von Kakao Pickel und Karob ist halt deutlich weniger beerdigend als Kakao. Aber davon habe ich dann sogar 2 Pickel gekriegt. Deswegen sowas versuche ich halt wirklich wegzulassen und möglichst feinstofflich zu bleiben und dass die Nahrung möglichst wasserreich ist. Aber sowas wie stärkearme und fettarme Sprossen werde ich auf jeden Fall noch integrieren. Besonders wenn ich Krafttraining mache, ist es so, dass ich dann am gleichen Tag, also besonders danach, aber davor ist auch ganz gut,
Danach dann so ein bisschen Hunger kriege, aber nicht dieses typische Hungergefühl, das habe ich überhaupt nicht mehr. Auch nicht, dass man sich nach irgendwas gedrängt fühlt, sondern einfach Hunger. Es wäre besser, wenn du was essen würdest, dann wird das alles besser laufen und dann grummelt der Darm auch irgendwann schön, wenn man gegessen hat und es entspannt sich alles mehr und ich merke, wie die Energie besser fließt. Es könnte auch eine psychische Entspannung sein insgesamt. Oder weil man auch sagt, dass das Nahrung so ein bisschen den Darm von innen massiert, keine Ahnung. Aber ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass die Rückvergiftung mal ein bisschen dadurch, wie nennt man? ja, dass die Rückvergiftung aufhört, sage ich einfach mal eine Zeit lang, dass man halt mal so eine Pause hat, weil der Körper wirklich ständig entgiftet. Und das ist halt ein Naturgesetz, daran kann man nichts ändern. Und wenn man halt sich ziemlich rein annähert, aber in der Umgebung ständig neu vergiftet ist, dann ist man ständig nur am Entgiften insgesamt. Und das macht natürlich keinen Sinn, weil man dann ständig weniger Energie hat, als man normalerweise hätte oder haben sollte oder haben möchte. Und deswegen kann ich noch nicht oder bleibe ich nicht in dieser Reinigungsstufe, wo ich halt Tag für Tag nur Obst und Gemüse esse und auch dann nur so wenig insgesamt. Damit bin ich einfach viel zu sehr ausgeliefert an äußeren Giftstoffen. Ich denke, dass das mit, wenn ich jetzt meine Fitness wieder hochtrainiere, die ich halt ziemlich runtertrainiert habe insgesamt, also ich nicht, weil ich nicht so viel gemacht hatte, auch aus Faulheit auch einfach. Ich hatte einfach nicht mehr den, oder das heißt aus Faulheit, ich hatte diese Stimulation auch nicht mehr, diese Stimulation insgesamt und habe dann keinen Drang mehr gehabt. Ich habe mich auch ziemlich rein gefühlt und Sport war immer so, dass ich unterbewusst war es immer für mich ein Drang, sich zu reinigen einfach. In erster Linie. Natürlich auch um Energie zu kriegen. Unterbewusst. Also diesen Drang hatte ich nicht mehr. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, energetisch gefühlt und habe dann einfach für mich keinen Sinn mehr gesehen. Aber ich wollte zumindest ausprobieren, wie das langfristig ist, wenn ich halt weniger Sport mache. Und ja, ich bin deutlich weniger fit geworden, aber ich bin jetzt eigentlich schon wieder gut dabei, muss ich sagen. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Ich lasse mich zu sehr von mir selber mal ablenken, weil ich dann so viele Gedanken habe, die ich als für wichtig erachte. Ach, Kacke, wie kam ich jetzt von Carb auf Sport und so weiter? Genau. So viel, also durch die steigende Fitness wird der Körper insgesamt wieder gestärkt und durchs Fasten allgemein ist der Körper eigentlich auch gestärkt, aber wie ich im vorletzten oder irgendwie gesagt hatte, hatte ich mich da ja auch schon wieder neu vergiftet, habe jetzt auch wieder einige Parasiten mehr, denke ich, weil ich jetzt auch wieder merke, dass diese Zuckersucht mir aufkommt, obwohl ich weniger Energie habe, wenn ich dem dann nachgebe und Zuckerfrüchte esse, als wenn ich die einfach, wenn ich stattdessen anderes zu mir nehmen würde, ohne Zucker. Das habe ich auch im Krafttraining gemerkt, dass ich dann ja eine viel bessere Verbindung zu meinem eigenen Körper habe, dass das mich weniger aus meinen Schwingungen rausbringt und habe ich auch eine bessere Muscle-Mind-Connection insgesamt und so weiter. Und der Blutdruck steigt bei mir auch immer, wenn ich sehr viel Zucker zu mir nehme in einer Mahlzeit. Ja, deswegen macht es für mich keinen Sinn, in dieser Reinigungsstufe zu bleiben, wo ich halt nur Früchte und also frische Früchte und frisches Gemüse zu mir nehme und davon dann auch nur so wenig insgesamt, dass ich meistens nur so 1000 Kalorien habe und manchmal auch weniger. Deswegen gehe ich jetzt von 1000 bis 1500 Kalorien, auch wenn ich nicht in Kalorien rechne, aber dass ich halt insgesamt manchmal auch halt diese Sprossen esse. Zum Beispiel halt heute die Lupinsprossen, die eigentlich keine Kalorien haben, die haben halt ein bisschen Proteine. Der Rest ist nur Ballaststoffe, haben keine Stärke und keinen Zucker und keine sonstigen Kohlenhydrate, die wir verdauen könnten. Halt noch Mineralstoffe und Vitamine. Und Enzyme, wenn die halt gekeimt sind, das werde ich halt schon beachten, dass ich die halt möglichst qualitativ gestalte, dass ich da auch Energie rauskriege, in Form von Biophotonen auch einfach. Und dann fühle ich mich auch so, dass mich halt, wie gesagt, deutlich entspannter ist und der Energiefluss viel besser ist. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, dass ich mehr Energie im Krafttraining insbesondere hatte. Im Ausdauersport nicht unbedingt. Da reicht es, da bräuchte ich das insgesamt nicht für Essen, weil
Aerober-Sport halt so eine ganz andere Schiene ist, weil das ist eh entgiftend. Und dann brauche ich die Rückvergiftung nicht stoppen. Wenn ich danach durch den aeroben Sport sowieso wieder antreibe, dann ist das eigentlich nur eine Behinderung, eigentlich nur ein Hindernis. Insgesamt auch fürs Krafttraining ist es gut. Das hat mir auch jemand anders noch bestätigt, dass es bei ihr genauso ist mit dem Krafttraining. Aber am nächsten Tag ist es so, wenn ich sehr hart trainiert habe, ist es am nächsten Tag so, dass ich nur noch Drang nach Säften habe, weil dann hätte ich zu viel Hindernis für die Heilung des Körpers, weil ich dann übertrieben habe im Sport. Dann habe ich habe dann so extremen Muskelkater, beziehungsweise ich habe da so Ansätze von Muskelkater, aber wusste dann genau, wenn ich halt mehr gegessen hätte, dass das der Muskelkater wirklich richtig krass wäre. Aber dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, ist der Muskelkater erst gar nicht so krass geworden insgesamt. Und da habe ich dann auch wirklich nur einen Drang, Säfte zu trinken und aeroben Sport zu machen, um Energie zu kriegen. Habe ich dann auch gemacht und dann war der Muskelkater danach weg. Nach dem aeroben Training. Das hatte ich früher eigentlich auch schon gemerkt und früher dachte ich einfach, ja, es verbessert einfach die Regeneration, fertig. Aber heute weiß ich, dass aerobes Training halt Energie generiert. Und dann ist halt auch gut. Und so variiert halt meine Nahrung momentan, so sieht das momentan aus. Roh ist das auf jeden Fall. Ich hatte aber mal versucht, letztens Sojabohnen keimen zu lassen. Ich habe verschiedene Keimzeiten, die ich auf verschiedenen Seiten gelesen hatte, eingehalten. Ich habe die wirklichen Rohkost-Bio-Qualität von Bio-Insel gehabt, aber die wollen bei mir einfach nicht keimen irgendwie. Und ich kann es immer noch nicht, dass ich die Sachen irgendwie wegschmeiße. Dann habe ich die einfach blanchiert und habe die gegessen. Ich denke aber, dass Sojabohnen auch schleimbildend sind. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, also dass ich mir das so ein bisschen runtergezogen hat, aber es ging eigentlich, weil ich hart trainiert hatte und so weiter. Dann konnte ich das eigentlich ganz gut kompensieren. Ich werde auch bald ein Trainingsvideo hochladen. Also jetzt die ersten beiden Trainings, die hatte ich jetzt erstmal nicht gefilmt, weil ich da halt erstmal wieder einsteige und da auch nichts irgendwie besonders an Gewicht bewege oder so, sondern einfach nur halt versuche wieder ins Training reinzukommen. Ich konnte aber gestern schon wieder ganz gut trainieren, zum Beispiel Kniebeuge hatte ich mit 55 Kilo 50 Wiederholungen am Stück gemacht. Das sind schon mehr als 50%, nee, ungefähr 50% meiner Leistung. Ja. Bizeps Curls hatte ich sogar 75% meiner Leistung. Ich weiß gar nicht, 40. Also beim ersten Training hatte ich da irgendwie. Ich muss kurz gucken, diese Scheibe hatte ich drauf. 30, 40, 5. Ne, ich hatte 40 Kilo, genau. 40 Kilo. 8 Wiederholungen, also 20 Kilo pro Seite. Und dann hatte ich noch gemacht mit 30 Kilo, das heißt 15 Kilo pro Seite, 22 Wiederholungen. Das war schon wieder ganz okay für den Anfang. Beim Bankdrücken hatte ich im ersten Training jetzt nur 65 Kilo mal 13 gemacht. Also nichts Besonderes halt so für den Einstieg. Normalerweise sind das dann halt so 85 Kilo oder so. Aber da werde ich auf jeden Fall mal ein Trainingsvideo machen in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen. Habe ich sonst noch was dazu erzählen? Wie gesagt, 2 Monate werde ich mir noch Zeit lassen, werde meinen Mineralspeicher auffüllen, werde trainieren, werde mich psychisch noch erholen und mich sozusagen an dieser Rohkost laben. Also manchmal habe ich dann halt schon den Drang, besonders wegen des Krafttrainings, aber auch bei Kraftausdauertraining, was ich halt sehr anstrengend, aber wenn ich das sehr anstrengend gestalte, wo ich auch noch gucken muss und ausprobieren muss, wann zu viel ist, wann oder wann ich halt doch mehr kann. Wenn ich genug Ausdauersport mache, dann bin ich insgesamt auch im Krafttraining deutlich, deutlich, deutlich leistungsfähiger. Meine Regeneration ist so viel besser und ich habe so eine höhere Toleranzgrenze auch vom Nervensystem. Ich habe viel mehr Nervenenergie insgesamt durch das aerobe Training. Deswegen habe ich früher auch schon immer Krafttraining mit Ausdauersport kombiniert. Und das finde ich auch sehr sinnvoll, muss ich sagen. Da muss ich aber halt wirklich noch gucken, auch weil sich das dann halt ständig verändert. Wenn ich dann jetzt halt mal mehr Ausdauersport mache, dann kann ich auch wieder mehr reinhauen.
im Krafttraining oder auch wie es mit der Ernährung ist. Und die Ernährung, die orientiert sich, wie gesagt, auch immer an diesen Faktoren. Deswegen ist das bei mir nie was Feststehendes. Und ich höre dann immer auf meinen Körper im aktuellen Moment, was halt richtig ist. Und meine ganzen Pläne und so weiter habe ich jetzt angefangen über Bord zu werfen. Dieses ständige Nachdenken, das hat mich auf Dauer nicht weitergebracht, muss ich sagen. Obwohl mir es total Spaß macht. Aber da versuche ich halt jetzt mehr Balance zumindest reinzubringen. Also nicht mehr nachdenken bringt ja auch nichts. Das ist so die Sache mit dem Training auch. Und dann nach 2 Monaten ungefähr werde ich dann 4 bis 6 Monate diese Fastenkur angehen. Also ich hätte schon Bock, das richtig lange zu machen, aus dem Grund, um halt sozusagen zu beweisen, dass das möglich ist, damit man, dass man damit auch trainieren kann, dass man damit leistungsfähig ist, auch halt so langfristig. Aber diesen Beweggrund versuche ich wegzulassen, weil das so ein bisschen das Ego auch ist. Wenn das halt nur 4 Monate sind, mache ich das 4 Monate und nicht länger. Es gibt genug Zeit, damit andere sich vielleicht dadurch inspiriert fühlen, dadurch, was ich mache. Und das fängt ja jetzt schon an. Und das ist, glaube ich, besser, wenn das langsam und stetig auch wächst oder spricht zumindest nichts dagegen. Da muss ich mich jetzt nicht psychisch in irgendwas reinzwängen, sage ich mal so, nur um irgendwas zu beweisen oder halt um aufzuzeigen zumindest, weil beweisen will ich eigentlich sowieso nicht, sondern aufklären, sag ich mal so, und zeigen, was eigentlich möglich ist und so weiter. Aber ich lasse mir da jetzt ein bisschen mehr Zeit insgesamt. Muss nicht von heute auf morgen sein, finde ich. Es wäre zwar möglich, aber ich habe keine Lust, mich da irgendwie reinzuzwingen. Auf jeden Fall werde ich da auch mal so ein paar Trockenfasten-Tage machen und so weiter. Aber ich denke mal, sowas wie 7 Tage Trockenfasten werde ich noch nicht in nächster Zeit machen. Vielleicht, wenn ich das an dem Fasten dranhänge. Ich plane da nichts, wie gesagt. Also ich lasse mich jetzt wirklich vom Gefühl leiten. Und wenn man sich vom Gefühl leitet, dann leitet man sich, glaube ich, von einer höheren Intelligenz von Gott sozusagen oder von seinem höheren Ich, wie man es auch nennen mag. Also auf jeden Fall ist da etwas, wo ich auch schon, dadurch bin ich auch erst in meinem Ausdauersport so leistungsfähig geworden, dadurch konnte ich mich auch so schnell reinigen, weil ich mich einfach von dieser höheren Intelligenz, von meiner Intuition geleitet lassen habe. Aber man muss das mit dem Kopf verbinden, mit dem Hirn verbinden, weil oft auch die Parasiten einen halt Dinge diktieren, die nicht richtig sind. Und ja, im Prinzip ist sogar jeder Hunger, der Körper an sich, der hat eigentlich gar keinen Hunger im Naturzustand. Im Prinzip ist jeder Hunger von Parasiten diktiert, aber das ist jetzt wieder zu theoretisch. Ich will eigentlich gar nicht auf dieses Thema zumindest nicht so theoretisch eingehen, weil viele sich das einfach nicht vorstellen können. Und weil sich das viele nicht vorstellen können und ich mir das früher auch nicht vorstellen konnte, will ich halt wirklich starke Hinweise, es muss nicht unbedingt Beweise sein, aber zumindest starke Hinweise liefern, dass da was dran ist. Aber wie gesagt, lasse ich mir schon die Zeit, ich mache das wirklich in meiner Geschwindigkeit, die ist ja schon meistens eigentlich höher als die von den meisten anderen, aber Gutes hat Weile, sage ich mal, oder wie dieses Sprichwort heißt, und das wird schon alles klappen. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder einige Informationen rausziehen. Ich schätze mal schon. Ich fand es jedenfalls wichtig oder hatte den Drang, diese Informationen in einem Blog nochmal mitzuteilen, weil ich die ganz interessant fand. Und ja, dann sieht man sich zum nächsten Video.